müssen jetzt bald Alphas kommen, oder? Ich denke mal erstmal noch normale Rechsen und dann Alpha. Vielleicht okay. Alpha vorne oder so. Ja, ja, wie gesagt, wäre mal interessant, wenn langsam was Besseres kommt. Droppen die auch Zeugs? Nee, ne? Denke ich nicht. Weiß ich nicht. Glaube nicht, oder? Glaube auch nicht. Obwohl da immer Loot-Taschen rumlagen, also vielleicht droppen die doch. Mal gucken. Möglich, ich was droppen die auch, aber ich weiß nicht, ob die auch dann solche Sachen. Die gescheite Pump-Action oder so. Ja, da kommt der Dödi. Ein Fußball. Chefkoch und Mr. Smith. Kannst auch die Kristalle abhacken, die hier mache ich auch gut. Bam. Fast 1000. Ja, sag ja, das geht viel schneller. Und Metallmangel, da ja André so fleißig war, sollten wir glaube ich nicht mehr so schnell kriegen. Was machen die Rechse? Futtern die ganze Zeit? Naja, Force-Feeden. Aber das dauert. Habt ihr so viel verloren? Nee, der. Gelöllt. Bam. Ein bisschen Milli-Damage, dass wir mehr Steine rauskriegen, das ist das Wichtigste. Roll, roll. Du, die sind schon witzig. Zur Not können wir auch noch ein bisschen was in die Rekruten laden. Also der hat auch 800. Ja, da. Ja. Baby. Danke. Wir haben gerätselt, wie viele Hitpoints du gelevelt hast. Wer, ich? Ja. 400. Okay. Weil du so viel Movement Speed hast. Boah. Ja. Okay, dann haben wir gleich einen Dodi voll Stein, das sollte dann erstmal reichen. So, jetzt wieder alles gut. Die Rechse sind halt die ganze Zeit am Fressen. Bam. Jo, mach's gut, Akas, schlaf gut. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Grüße von Akas. Jo. Jo, zurück. Jo, Hilfe. Leck des Todes. Ja. Ja. Der Höhlenleck. Pixel hat einen weiblichen Raptor. Ich habe gar nicht geguckt, weil ich hatte ja zwei Männchen, ne? Weiß nicht, ob er irgendwie einen guten. Vielleicht noch ein hohes Rex-Weibchen. Ja, noch richtig cool. Ja. Ja. Der Teresino ist auch noch da, der 145er. Schläft der eigentlich schon oder? Nee, der sitzt noch. Oder läuft noch. Du ist Pixler, super cool. Raptor-Babys. Aber mach's vor der nächsten Welle. Oder nach der nächsten Welle. So dass Zeit ist. Obwohl, die sollten eigentlich auch alleine auswachsen. Ne? Ein Kanu-Weibchen wäre noch toll. Hudson hat 200% Movement Speed, glaube ich, ne? Ja. Kann nicht rollen, ich bin überladen, oder wie? Ne, Stamina ist aus. Macht Sinn. Hilfe! So. 3 Minuten noch. Lemmy frisst die ganzen Bäume. 4 Minuten. 3. Was? Wer hat mir Stein geklaut? Irgendwer hat Stein gepult. Klar, du musst ja hier das Backpowder herstellen. Ich bin doch nicht mal zu Hause, dann wird das Stein schon rausgepult. Ja, denkst du, dass du mal heimkommst? Nee, willst du in die Höhlen nochmal kurz rein? Nee, warte mal, wann kommen die Welle? 3 Minuten. Ah, das ist nicht mehr. Danach? Danach können wir nochmal in die Höhle runter. Dann kann noch jemand den Biber mitnehmen, dann machen wir den, dann laden wir um oder so. Ja, wie gesagt, die Rechse können auch einiges schleppen. Oder so. Ich habe jetzt auch 6 Gewicht. Ja, wie gesagt, die Rechse haben 800. Wenn du mal 400 voll machst, dann die sich noch gut bewegen. So. Müssen wir auf die Raptoren aufpassen. Langsam wird es gefährlich hier draußen. Wollten wir in der Höhle machen.
Steinbrocken weg, Metallbrocken wegklatschen zu Stein. Achso. Hast du auch ein bisschen was im Grinder? Ja, ja, läuft. Supi, supi. Ich bräuchte ein bisschen Schrot. Bisschen was liegt noch im Werk. Wahrscheinlich habe ich das genommen. Dann stelle ich mal frischen hin. Herstellen wird das schwierig, aber ich habe noch ein bisschen Schiffspulver warten. Hm, tatsächlich schwierig, wir haben keine Simple Bullets. Nee, ich mach. Also die brauchst du Pulver. Was ist das? Nee. Nee, was wollte ich jetzt? Die... Da wollte ich. Ja, ich muss auch kurz warten, bis dann. Warte ein bisschen was. Ich hab noch ein bisschen. 17, 23. Wenn so viele. So, das läuft jetzt. Ja, wenn man eigentlich genug. Die Kohle kann schon wieder zusammenziehen, es müsste auch wieder bei 1000 sein. Okay. 200 Narcotics, super gut. Der neue Raptor, der noch nicht hochgelevelt ist, ist auch ein Männchen, oder? Ja, jetzt sehen wir heute nur Männchen. Oh, ein Weibchen! Das ist der neue. Und das ist mein bester. Wow. Der kriegt erstmal ordentlich Hitpoints. So, also Schrotmunition ist jetzt ein bisschen was da. Okay. 60 Schuss noch. Haben wir noch Zeit zum Nachladen? Hä? Hey, will denn der Biber hängen? Holzfäller Joe folgt Mr. Lemmy. Holzfäller Joe. Bist du noch im Forstfieden, oder was? Mhm. Warte mal, Hudson hat doch extra gegrilltes gemacht. Welche waren das, Hudson, wo gegrilltes drin ist? Die Reihe vor den Stacheldingern, wo der Hüpfel daneben steht. Nein. Ganz rechts haben, glaube ich, keins, aber die vorderen alle. So, dann geht's gleich weiter. 5 oder 6 Stück habe ich befüllt. Ja, ja, hier ist tonnenweise drin, weil das bringt nämlich mehr, dann kann man die Rex nämlich mal voll heilen. Ja, es geht los. Ja. Ja, ich will den Rex. Somdodo. Oh oh. Ja, wie, das war's schon wieder. Tatsächlich. Ging ja auch fix, ne? Ja. Oh, der hier ist auch noch nicht voll. Sehe ich. Cool. Ja. Nee. Warte mal, wo bist du, Conti? Welchen? Ich bin auf der anderen Seite. Ach da, weil ich hab noch das gekriegt für dich. Achso. Wegen hochregen. Ja, ja, ich hab mich extra auf den gesetzt, weil hier fehlen ja noch einige Level. Ja. Ich würde auch auf 30.000 vielleicht sogar machen. Hat jemand den Dodi gesehen? Den was? Den Dodi Kudus. Ach, hier ist der. Der war noch auf neutral. Dann gehe ich schon mal in die Höhle, ne? Jo, wir können ja mit. Au. Wir müssen aufpassen, dass die Tiere nicht in die Feuer reinlaufen, wenn sie irgendwie auf neutral stehen. So. Hat er fast 25 voll. Und irgendein Biber ist da hinten am Durchdrehen. Tanzende Dodis. Das ist der Holzfäller Joe, den ich mache. Der ist immer unterwegs. Mr. Strong. Mr. Strong's Level 250. Die sind alle mega gut und nur gute Rechse. Ja, wir hatten echt Glück. Ich ein Low-Level hier dabei. Hi Jakob, hi Spectre, willkommen Stream. Wie gesagt, ein Kano-Weibchen wäre noch toll. Und dann musst du mal gucken gehen, wenn du findest. soll ich mit, Thomas? Nein. Warte, ich komm mit. Ah, nein gesagt. Du hast noch keinen gefunden, oder? Kein Weibchen. Nee, hab noch keinen. Schnappst du am besten Petri und machst mal einen Rundflug, oder? Wir haben auch noch keine Archies. Ja, auch nicht schlecht. War noch keine da. Ja, normalerweise müsste ich aber sogar hier spawnen. Ne? Ja, eigentlich schon, oberhalb. Gestern waren da welche da, aber naja. Brauchen wir nicht noch Gammelfleisch? Warte mal. Weil hier im Rex ist ein Stick, der in 2 Minuten verdirbt. Ja, wir haben noch 2000, aber schaden wird's nichts.
Also ich hab ein halbes Deck mal auf. Ich bin 4 unterwegs. Ah ne, da bin ich. Ja. 100 habe ich noch dabei. Ja, die Archies sehen ziemlich verrückt aus. Ja, was gemacht. Ja. So. Also ich bin jetzt nicht mit in die Höhle rein. Ich hätte zu zweit mit 2 Rexen dabei. Das dürfte ja passen. Ja. Also wir sind schon ein bisschen weiter rein. Ja. Ihr habt ein paar Spinnen vergessen. Nee, die sind denke ich wieder gespawnt. Kam irgendwie aus der Wand raus. So, Spoilt Meat ist fertig. Ja, ihr müsst aufpassen, wenn ihr mit Rexen reingeht, dass die Spinnen auf euch keine Akku ziehen. Ich bring's zu euch. Level 100er. Sind sie denn? Die müsste gleich down gehen. Mr. Smith ist auch schon hier. Erwischt! Was hab ich jetzt? So. Mr. Strong und Mr. Smith. Die Kohle wieder raus. Den Giga 7? Hat Lemmy einen Giga gefunden? Dafür haben wir gar nicht genug Darts. Da müssten wir erst auch. Ich habe mal Alpha Raptor gefunden. Bist du mit dem Pipto unterwegs oder bist du? Ja, Pipto, Pipto. Da müssen wir mal wieder zusammen aufbrechen. Ja, da müssen wir die Rex mitnehmen, dass sie nochmal leveln. Zumindest mit der neue. Die da, wo Lemmy, glaube ich, drauf ist. Der, wo bei euch mit in der Höhle ist. Ja, Mr. Smith kann auch noch ein paar Level vertragen. Ja, dann soll, also dann soll Wiedbein auf jeden Fall mit. Ja, am besten alle Rexe mitnehmen, ne? Die Senke zum Fluss runter. Ja, noch sind wir in der Höhle erstmal. Da läuft er nicht weg. Nö. Ist hier rechts schon aufgeräumt? Nee, ich spring mal hier runter. Wupp. Autsch. Das war ein bisschen tief. Da sind so Leuchtpilze. Weißt du, was für ein Level hast du so eigentlich? Kurz vor 82. Weil das gar nichts bringt, wir haben eh keine Electronics, gell? Doch, ein bisschen was müsste im Fabricator noch liegen. Sorry, Spectra. Ich bin schon am Form auf der Chemiebank. Ich werde langsam auch schon mal. Andi hat's gleich gerochen. ja. Aber die kostet halt 250. Also 100 hat man? Kein Problem. Noch? Ich hab 1000 drauf. Okay. Ich schmeiß schon mal die restlichen Perlen des Electronics an. Lieber zweimal begrüßen als gar nicht begrüßen. Ich brauche aber eine Weile für einen Rückflug. Ja, ein Pipedog. Zumal ich gerade einen 150er Archie gefunden habe. Oh. Ja, Pipedogs gibt's hier leider nicht. Das ist doof, ne? Wäre perfekt für die Höhlen. Mal gucken, ob ich den Geld krieg. Wir verteilen uns gerade wieder alle auf der Map irgendwo. Ich bin ganz weit weg. Ich guck mal ans Bein. So. Ja, aber ab und zu muss das mal so sein. Und die meisten können ja auf sich selbst aufpassen. Manchmal. Ich mache ja nicht nie. Gut, Stamina Regen und dann. Das erste Mal Arkwellig, ja. Ja. Hab zwei Stück gefunden. Ja, wir zocken eigentlich gar nicht viel arg, ne? Ich höchstens einmal am Tag. Ich weiß gar nicht, was. In der Woche. Ich weiß nicht, was mit meiner Zeit immer passiert. Also gleich bin ich 81, dann soll ich durch die Taucherausrüstung herstellen können. Hab zwei Spinos gefunden. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob man das überhaupt die Flasche. 81. Alles dasselbe Level, oder? Ja. Ich hab die, ach, die heißt ja nicht Taucherflasche, die heißt ja irgendwas. Atemgerät. Atemgerät, ja. Atemgerät. Aber die Chemiebank ist dann ab 82 noch. Ja. Ja, einmal die Woche heißt halt von Montag bis Sonntag. Asgard nachbauen, crazy. Ja, genau. Wow, das ist ein gutes Minecraft-Projekt. Das, so, also, das? Hm? Was? Ein oder zwei Spinos?
Würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen, weil ich jemanden auch testen will. Was für Level? Ich hab kein Fernglas. Oh, Thomas! Warum hast du denn immer noch keins? Also echt, bist du der Einzige, der kein Fernglas hat? Thomas, kein Fernglas. Dafür aber Bolas. Oh, er ist modern geworden. Wir müssen alles zurücknehmen. So richtig fortschrittlich. Tja. Und 52 Darts, also was wollt ihr? Wie viel hast du? Mehr. 52. Ja, jetzt weiß ich, wo die ganzen Darts sind, nicht die ganze Zeit blau. Oh, ich hab 100 dabei, nur keinen Stress. Mann, Hudson, musstest du es versauen. Ja, aber es war halt trotzdem Zufall, weil ich gerade auf den Pellicino schieße, der ist immer noch wach. Echt? Hm. Ja, wenn der Karl noch betäubt ist, dann Level ja nutzlos. Ja. Ne, das Level wird dann eh weniger. Ja. Wie viel Schaden macht deine Pistole, Meiches? Nicht viel, ist eine ganz normale. Hab ihr einen Blueprint gefunden mit 258,7. Oh, die müssen wir uns bauen. Das ist die beste Waffe, die ich habe. Schreit die Turrets aus und stell Meiches aufs Dach. Kann das sein, dass die Waffen keine Kopfkappe mehr haben? Eigentlich sollten sie. Weil die, wo wir gestern gekillt haben, haben noch mehr Schaden gekriegt beim Kopfkappe. Das war alles ein bisschen komisch heute. Das war, den Rex habe ich auch irgendwie 20 Pfeile in den Kopf geschossen und nicht getroffen. Ja, die hatten aber noch nie einen Kopftreffer. Rexe. Ach so, also du meinst jetzt nur vom Schaden her, den man macht, ne? Ja, auch von der Auswirkung her. Ja. Das wirkt sich nicht aus. Manche Rexen. Tiere nehmen Headshots und manche nicht. Mhm. Und passt noch was in den Dödi. So, ich bin endlich 81. Nice. Das heißt, wie lange haben wir denn noch von der nächsten Wave und so? Das ist riesig. Ich mach da mal ein Taucherset, ne? Eigentlich brauchen wir nur. Die Flossen. Nur Flossen oder auch ein Atemgerät? Also ich brauch keins. Ich mach mir dann Lazarus. Super. Ich glaube nicht, dass wenige Tiere spawnen. Ich glaube, dass wir zu viele Leute sind und die zu schnell killen. Sei doch froh, dass die Höhle nicht so voll ist. Ja. Das ist so eine Overspawn-Höhle hier eigentlich. Allerdings wurden die Maps auch wieder so ein bisschen, da wurde wieder einiges gefixt. Allgemein, jetzt in dem letzten TLC-Patch wurde an den Maps wieder einiges gemacht. Kann sein, dass das spawnt. Ich würde mal den Grafikpark im Redwood fixen, da würde ich sie mal dafür beglückwünschen. Wenn sie das jetzt nach anderthalb Jahren dann vielleicht mal machen können. Mhm. Das sind ein paar zu viele Flossen. Naja, ein Jahr. Ich mach mal 3 Flossen und 2 Tauchergeräte. Was machst du? So. Achso, wir können die S-Plus-Turret machen, die Sniper-Ammo verschießt. Wie lange haben wir denn noch bis zur nächsten Welle? Bist gerade zu Hause, Death, oder? Es waren gerade gleich irgendwas in 4 Minuten. Okay, dann muss ich mich jetzt zurück, weil die 4 Minuten brauchen wir nach oben. Die Doti ist gerade so voll, dass ich nicht ausladen muss. Nicht umladen. Auf geht's. Alles leergeräumt hier unten. Mit T-Rexen in der Höhle. Hö? Was macht denn der Dodi? Ich mach gar nichts. Server-Lag? Hm? Bei mir ging's jetzt noch. Lemmy braucht Hilfe. Ich weiß nicht, wo der ist. Super komisch. Er hat doch gerade geschrieben, es spawnen voll wenig Tiere. In der Höhle? Der sitzt doch auf einem Rex drauf. Er soll es einfach totbeißen. Mr. Smith? Ist hier und Mr. Ja, ich warte dem her. Mr. Strong hat irgendein Problem. Nee, ist Masterbildner hier. So. Ist er auch in der Höhle hier? Wir haben aber niemanden gesehen sonst, oder? Nö. Er muss in der anderen Höhle sein. Der geht gerade baden mit einer Boa. Aber nicht hier. Nee. Masterbilder hat ihn gesehen. Ist er vielleicht doch irgendwo hier? Oh. Rettungsaktion. Weiß nicht, wo er einfach ins Wasser gefallen ist. Er ist draußen. Okay. Dann machen wir uns wieder auf den Weg nach oben. Ja. So. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nach der nächsten Welle kann man dann auch gleich nochmal Bergen
farmen gehen. Hier war Respawn. Ja. Ja, ich hoffe, mit dem nächsten Patch kann man dann kleine Tiere auf jeder Schulter tragen und am besten noch so einen Rucksack, wo man auch noch zwei reinsetzen kann oder so. Dann würde ich dann Scheinhorn, Gecko, Bulbdog und der Boa auf einmal mitnehmen kann. Das wäre optimal. Wo ist denn eigentlich das kleine Rexweibchen? Steht jetzt nicht mehr vor der Base. Nö. Da stand es zuletzt. Ach, Lemmy hat. Ach, der ist mit dem kleinen Rexweibchen unterwegs. Ach so. Okay. Dann hoffe ich mal, dass er auch ein bisschen live bei der levelt. Weil, wenn die uns wegstürmt, ist der Mate Boost nämlich weg. Gut, bei den Rexen ist es nicht ganz so schlimm. Aktuell. Eine Minute. Gib Stoff. Roll dich schneller. Da ist noch ein Stein. Den kann man nicht liegen lassen. Ich glaube, ich komme nicht rechtzeitig zur Wave. Die Dodis sind nicht die schnellsten. Ich bleib bei dir. Oh, dank dir. Oder sonst nimm du den Rex und ich nehme den Dödi. Weiß nicht. Soll die Wave noch sehen? Ja. Das wäre cool, dann sehe ich nämlich noch, was passiert. Danke dir. Mal sehen, was als nächstes kommt. Rhinos hatten wir schon. Da müssen ja jetzt bald Rexe kommen, theoretisch, ne? Ja, vielleicht auch irgendwelche Alpha-Raptoren mal oder so. Oder sowas. Mal sehen, ob wir es schaffen. Geht los. Okay. 16. Der Rex hat leider keinen Charge. Oh oh. Raptoren, ihr macht das. Die sind ganz alleine auf sich gestellt hier. Die haben es zerlegt, was auch immer es war. Noch irgendwo was? Der Parasaurus sagt, da ist er. Rechts an der Bay. Also, wo das Gewächshaus ist. Da hab ich da irgendeine Schadenfrage. Den Parasaurus detected. Macht das ganze 6 Schaden. Das ist mega schnell. Also hier draußen sollten keine Dinos mehr gepackt werden. Die Rex bleiben nicht an jedem Dino-Rennen, der irgendwo in der Gegend rumsteht. Nice. Das ist so nervig. Also praktisch wieder so eine relativ normale Standard-Wave, ne? Und dann packe ich die Raptoren besser drin. Vielleicht wird es ja doch noch gefährlicher hier. Ich packe jetzt auch mal Karl Stahl mal an die Wand. Hier. Kann da draußen bleiben, aber. Carsten Stahl. Wurscht. Altes komische Stahlteil da. So. Ach, ein Kühlersattel. Spectrat Nachladeruckler. Oh, der Otter muss auch mit, da hast du recht. Ersten Ei gemacht, Fixler. Dann legst du hin. Stehen noch zwei Klimaanlagen, das müsste theoretisch für den Raptor reichen. Geschrien. So, stell doch mal hierher. Gut. Ja, langsam werden die Wellen da wahrscheinlich zu stark für Raptoren. Ja, auf jeden Fall hat Pixel hier sein Ei liegen. Dauert 11 Minuten, bis es da ist, der Kleine. Ja. Wir wollten den Alpha noch klatschen. Ne? 140er Spino habe ich jetzt drin in der Falle. Hier oben, oder was? Nee, hinten. Zweite Insel. Beziehungsweise Insel. Welche Falle? Die ich mir gerade erstellt habe. Oben. Okay. Wo bist du jetzt genau, Thomas? In der mittleren Insel, rechts oben Spitze. Warte mal, da läuft ein wilder Rex rum, 60er, den machen wir mal weg. Ich hätte dann auch die Idee, um den Terry zu fressen. Ach, dann bist du ja ewig weit weg. Legst du den, oder? Ich hab nur 180 Darts, ich weiß nicht, ob das... Da stand mir mein Petri und kommt schnell. Von 52 erzählt? Ich hab ein bisschen aufgestockt. Was willst du damit betäuben? Ein Spino. Wo ist kein 118 Darts?
Naja, wenn man fünfmal daneben schießt. Fünfmal? Ich dachte schon, welchen Gigazellen wir nicht. Sag mal. Na, mal gucken. Vor allem. Also selbst der Teresino hat mich gerade mal 40 gekostet. Ich schau mal, was der Spino sagt. Wie viel Darts er denn will. Die Petris sind schon alle unterwegs, glaube ich, oder? 36 Darts will er. 90er weiblicher Rex. Na gut, Thomas, dann nehmen lieber 200 mit. 90er Weibchen wäre aber nicht schlecht. Ja, der liegt gerade an einem Bronto. Die Rexe gehören, glaube ich, alle uns, die hier rumlaufen. Conti, wo bist du? Warte, ich bin auf der Karte. Ja, ungefähr 50, 60. Also. Du bist ja gar nicht so weit weg von uns. Nö. Ist es auf dem unteren Plateau? Ja, ein tiefer. Der ist ja gar nicht auf Harvest-Level. Was ist für der ein Delicate oder Power? Was ist gerade jemand sicher? Ne, keine Ahnung. Ja, da kommt ihr. Hier, raus. Ja, ich laufe im Moment alleine. Ich mach's mir mal Lemmys Petri ganz kurz. Aber hier und ist der. Nur, dass du Bescheid weißt, Lemmy. Und guck mal, was Thomas da zähmt. Ne? Ja, das Problem ist, wir müssten dann hier tämen, weil die Buchse noch belegt ist. Ja. Na, dann ja. Ich muss mal kurz den Rex auf Passiv fahren. Der Teresino braucht noch ewig. Warte mal. Kann ich den Akron? Hast du Darts dabei? Ja. So, eine Zwischenlandung. Ich würde sagen, nach der nächsten Wave unterbrechen wir und machen am nächsten Wochenende weiter, oder? Weil es geht ja praktisch. Geht es eigentlich oben Open End? Ich denke schon, ne? Stoppel 20 ist, glaube ich, die Endwelle oder sowas. Nee. Ich glaube, Welle ist 100. 100, ne? Das ist dann rein 20. Ach, okay. Also es geht auf jeden Fall sehr lange noch weiter. Na, warte mal. Seh mal, was du wieder tust. Ja, bleib jetzt da stehen. Mach's gut, Stylex. Schön, dass du dabei warst. Ja, ich weiß nicht, ob meine Darts reichen. Ich hab nur 30. Hm. Ja, ich kann dann auch noch schießen. Vielleicht so finde ich euch, ja. Aber wenn ich jetzt runtergehe, habe ich Bedenken, dass er mich dann mag. Ja. Aber eigentlich nicht, oder? War nur der Piep? Nee, er nimmt nur den. Ja, scheiße, er hat's auf. Seid ihr jetzt am Spino dran? Nee, am Rex. Aber der hat gerade hier. Hätte ich vielleicht beim Rex mithelfen sollen. Ja, ist schon. Was? Ich glaube, ich habe ihn nämlich nicht getroffen. Nee, ich glaube auch nicht. Sah ganz gut aus. Oh, das sind alle. Ein bisschen voll blutig gut. Ist. Bleed. Oder? Ja. Nee. Nee. Thomas hat gesagt, noch spielen. Auf der mittleren Insel. Rechts um die Ecke. Er liegt doch schon. Ja, komm. Geht schlafen. Meinst du die Dschungelinseln hier oder meinst du die Inseln, die Inseln heißen, also die tropischen Inseln, Nord, Süd, Mitte und genau. So. Gott, wo will er denn den Rex noch hinschieben? Ja, ah. Jetzt Sonny. Also langsam könnte er ja mal, ne? 35 Seite und 70 unten. Oh, ich weiß nicht, ob der noch an den Rand kommt. Ja, noch. Gut aus. Also ich habe noch 8 Darts. Ich auch. Das sollte doch langsam mal pennen. Ich sehe da eine. Ja, ja, ist ein Flucht. Der Petri kommt gleich wieder. Du bist ja schon fertig hier. Wir brauchen, glaube ich, mehr Flieger, ne? André, wie sieht's aus? Mit dem Archie. Das ist jetzt bei 50%. Nice. Archie ist in der Macht. Ich denke mal, ich brauche bestimmt 10 Minuten zum Zurückfliegen. Okay, ich hatte ihn jetzt gerade nochmal gehittet. Oben sind Kampfzahlen. Wahrscheinlich vor der Höhle oder so. Das ist cool. Wo ist denn der Rex jetzt hin? Bleib doch mal stehen. Oh, Baum, geh weg. Die Spinos sehen super lustig aus, wenn sie auf zwei Beinen laufen. Die machen jetzt auch jeden Rex fertig. Oh, der Raptor, voll gut.
Die machen ziemlich viel Schaden, wenn sie auf zwei Beinen stehen. Okay, ne? Ich habe keine Darts mehr. Und haben Knockback. Ja, reicht auch. Hast du alles, was du brauchst? Auf den letzten Dart. Ja, ich hab noch einen. Oder brauchst du Narkotik? Also war noch Puffer. Ist drin alles. Ja, ich pass kurz auf, holst du, oder hast du Hammel dabei? Sieht gut aus. Nee, ich hab aber Prime dabei. Ja, können auch Prime. Aber nur 7. Oh, warte mal. Hast du jetzt echt meinen Tyranno dann genommen? Kann ich? Sein. Brauchst du den? Nee, kannst nehmen, aber ich. Sonst hole ich eben Hammel. Ja. Hammel geht besser? Halt schneller. Mal gucken. Ich weiß es nicht, hat wahrscheinlich mehr Ausdauer. Ja, das sind 2,26er. Ich nehme das, was frei ist. Wir haben alle keinen Namen, oder? Ganz schön an dem Rex rumgenagt, ey. Der Rex war fast voll. Er hat fast 5000 Schaden gemacht, ey. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er so viel gemacht hat. Na, gut. Das war natürlich krass. Ja, der war auf über 29.000 und jetzt war er gerade bei ein bisschen unter 25. Kumpi. Kumpi Armee. Spino soll man noch mit Hammel machen, ne? Ich weiß nicht, ob die es noch fressen. Weil es. Ey, nee, am besten ist Prime Fish ist jetzt neu. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die noch Hammel fressen. Die Spinos von Prime Fish, ja. Das stimmt. Das ist jetzt neu. Und da musst du Prime Fish Meat besorgen, wenn du das Beste willst. Oder halt. Kibbelsis. Ja. Ups, das war ein guter Raptor. Lalalalala. 150. Hat keiner gesehen. Nein. Also 150 war er nicht. Er war noch 145. Ich könnte noch einen 140er Archie legen. Ich hab nichts mehr zum Betäuben. Hab nur einen Schuss. Den Kanu kannst du machen. Keule. Ja, ist kein Weib. Eine Keule, ja. Das ist ein 135er weiblicher Rex. Am Fluss. Oh. Okay, der fliegende Dodo ist durch. Also Hammel fressen die aber auch. Ja. Ja, die bevorzugen aber Fisch. Ja. Guck mal auf die Effektivität. Prime Fish ist am besten. Na, ich schau mal, ob das schon aktualisiert ist. Ne, ist noch nicht aktualisiert, oder? Also bei uns direkt unten am Fluss ist ein 135er Weibchen. Gut, ich weiß es nicht, wie aktuell Dodo-Dex ist, aber bei Dodo-Dex ist wirklich noch Raw Mutton das zweiteffektivste. Ja, das ist ja, der Patch kam ja erst vor 2-3 Tagen. Ne? Kommt drauf an, ob unten drunter Prime Fish Meat ist oder noch immer Prime Meat. Nee, als erstes Raw Mutton, dann guckt Lamm, dann Raw Prime, guckt Meat, deswegen denke ich, dass es noch nicht aktuell ist. Dann ist es wahrscheinlich noch das alte. Ja, wobei, ich glaube, du wirst hier gar keinen großen Unterschied feststellen, da ist die Effizienz so schlecht. Ich muss nur Thomas sagen, das weiß ich nicht. Der Parasaurus findet die ganze Zeit die Viecher in der Höhle, ne? Der warnt uns vor den Spinnen in der Höhle. Gleich wieder die nächste Welle, 3 Minuten. Ja. Erstmal die Welle machen und dann weiter gucken. Raptor Ei? Ich gehe schon mal hoch und mach den Sattel für den Rex. Jo. Ist der Teresino durch, Freddy? Nee. Nee, das. Ja, aber ich habe gerade Narkotics gedrückt. Das ist der kleinere. Ich war nur gerade nachgucken, sorry. Der braucht noch einen Moment. Na gut, Terry wird gerne auszählen. Ist auch bei sehr hohen Einstellungen sehr nervig. Oh, jetzt ist ein Archie bei unserer Base. Ja, was denn? 55er Weibchen. Kommt gerade runter, also wenn wir es tapen wollen, dann. Das wäre ein Anfang, ne? Ja gut, André hat ja gleich einen gescheiten. Nein. Ey, das gibt's nicht. Ich habe da lagen vorhin über 100 Ding drin. Toll, da ist noch 22 da. Das ist unglaublich. Wie die warmen Semmel. Darts. Ja. So, das ist da, wenn Thomas uns stagnet. Ich habe für den Teresino einen Haufen genommen. So. Ja, aber dafür laufen jetzt auch 1000 Narkotics. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Dann passt. Da dampft. Ödi brauchen wir, glaube ich, keinen mehr. Wir haben einen, das reicht. Ja. Holz, Kohle, Pull, All. Oh, der Raptor schlüpft. Wieso das jetzt nicht gepult? All? Pull. Ah, ja. Und? Haben wir noch Narkotics, wo ich vercraften kann? Oder brauchst du das aktuell für den Terry unten?
Nee, ich hab noch 85 für den im Inventar. Alles, was fertig ist. Müssen wir noch Bären pflücken wieder? Oh, Zwillinge! Hab ich grad gemacht. Nice. Super cool. Oh, die werden gleich als wild und böse detected. Cool. Vor allem eine Mordsbedrohung, hey. Ja. Oh, guck sie ja, Babyraptoren. Ich glaube, dass das nach dem geht, was die Tiere fressen. Also, dass alle Pflanzenfresser friedlich eingestuft sind und alle Fleischfresser sind böse eingestuft. Weil die Metrodons und so, also Tiere, die... Sobald du die Pflanzenfresser angehörte, hast du dann die auch als feindlich eingestuft. Ja, dann schon. Aber die Metrodons zum Beispiel werden auch als feindlich eingestuft, obwohl die ja eigentlich friedlich sind. Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, wer angreift und wer flieht. Also zum Beispiel ein Petri ist auch ein Fleischfresser, aber ja, wird aber nicht angezeigt. Ein Parasaurus flieht ja nicht, wird auch nicht angezeigt. Ach, die haben sogar Mutation? Schmarrn, ein Paraser. Mutation. Paraser fliegt ja auch nicht, sondern greift an und wird trotzdem nicht als feindlich angezeigt. Ja, weil er nicht aggro ist, weil es ein Pflanzenfresser ist, weil er nicht von sich aus angreift, denke ich. Also das ist ein bisschen undurchsichtig. Das ist ein bisschen komisch, denke ich, ja. Wo ist eigentlich jetzt der Archie, oder ist der abgeknallt worden? Der ist senkrecht aufgestiegen in die obere Ebene. Oder ist senkrecht von den Turrets abgeknallt worden? Also der war noch lebendig und ziemlich weit weg, also ich denke, der lebt noch. Wir haben beide eine Mutation bekommen. Ja, sind ja Zwillinge. Achso, ich wollte doch noch den Rex-Sattel machen. Jetzt weiß ich, was ich überhaupt hier oben wollte. Pixel-Raptor und Pixel-Raptor. Ja, der ist jetzt auch gleich fertig. Die nette Dame. Das ist nicht gut, die pustet dann gut. Zwei Sekunden. Auf geht's. Action. Pump Action sozusagen. Boah, irgendwas passiert im Rex. Au, au, au. Oh, ein Pferd. Oh, ein Einhorn. Oh, ein gefährliches Einhorn. Ich komm nicht hin, weil der Rex es nicht trifft. Irgendwer hat's gekillt. Oh, unsere kleine Rex-Dame ist gleich Matsch. Matsch. Ja, wir haben ja gleich eine neue. Wow. Alter, ja, das war ein Massenkill. Was ist das denn? Aber es skaliert mit, ne? Auch die Menge an Tieren. Ja. Es waren jetzt 21. Vorher waren es immer so um die 10, 12. Okay. Ich glaube, die kleine Rex damals hat ein bisschen was abbekommen, oder? Jo, also, bisschen was abbekommen. Guck selber ins Inventar. Das ist ja langweilig. Ach, geh! Dich rette ich nicht mehr, du blödes Vieh. Ja? Die hat gerade mal 100 HP oder so verloren. Oh. Und die haben ewig auf der rumgekaut. Könntest du dann auch noch einen Spino-Sattel machen? Wenn wir noch Perlen haben, ja. Ich glaube, wir sind jetzt langsam zu stark für die Waves. Die müssten ein bisschen zulegen. Nee, wir haben keine Perlen, wir müssen warten, bis André da ist. Weil ich glaube, André, du bist noch nicht wieder da, ne? Ja, das kann man einfach Schwierigkeitsgrad hochdrehen, das nächste Mal. Ja. Und dann würde ich sagen, wir machen hier einfach Schluss und machen dann nächstes Wochenende weiter. Können die Schwierigkeiten ein bisschen hochstellen und sind wieder frisch. Ich habe nämlich Mordshunger. Jetzt weiß ich, warum ich vorhin 2-3 Minuten AFK war. Ja. Ich brauche jetzt eine Essenspause und am besten muss ich ins Bett, sonst gibt es morgen kein Video. Das wäre auch schade. Und am meisten Spaß macht es doch, wenn man das nicht alles direkt an einem Stück durchzieht. Dame hat einen Sattel. Ja, das schafft man ewig. Also selbst wenn du bis um 6 zocken willst. Ja. Dann rechnet der Schau, das ist ja gar nicht hin. Mach's gut, Ohr kaputt. Schlaf gut. Ja, und die meisten gehen jetzt auch langsam schlafen. Es wird schon etwas spät. Ja. Ja, ist ja auch 23:30 schon. Ja. Dann teilen wir das lieber in zwei Streams aus. Das schreien sie immer rum, warum machst du schon Schluss, ne? Und jetzt... Jetzt halten sie doch. Ja, ist am Wochenende, weißt du, wo die Leute Zeit haben zum Spielen. Ich wette, einige werden auch um 3 Uhr morgens noch dabei, ne? Warum steht Mr. Strong in der Base? Der hat da nichts zu suchen. Okay. Oder Iguanodon-Sattel. Ich glaube, der hat sich selbst da rein kaputtiert. Mr. Strong. Die kommen ja überall drüber, die Rechse. Da braucht man gar keine Mauern mehr zu bauen. Ja, deswegen, das wird noch interessant, wenn er wirklich mal auch als Gegnerrechse kommen. Na, vielleicht die Mauer doch ein bisschen erhöhen. Ach nee, da wird's doch vielleicht zu langweilig. Nur den Rex da noch ausparken. Der hängt da noch so ein bisschen in der Luft. Na komm, geh rüber. Ich glaube, der war noch nicht ganz draußen. Jetzt ist er draußen.
Okay. Ja, das war auch beeindruckend. Selbst die kleine Dame da drüben, die hat ja 7500. Also. Ja, die sind schon alle gut hochgelevelt. Naja, ich weiß nicht, ob sogar Chefkoch müsste der aktuell der stärkste sein. 30.000 bei 1200 Mini. Wieso heißt der Chefkoch? Oh, aber bei hier bei Mr. Strong muss man noch ein bisschen HP leveln. Er hat ein bisschen arg wenig HP. Das ist echt cool mit den beiden. Zwillingsraptoren, mega cool. Ja, dann machen wir hier Ende. Machen nächsten Samstag um 19 Uhr weiter. Und ja, dann pausieren wir einfach mit Vanilla so lang. Dann kommt übernächstes Wochenende wieder eine Vanilla-Season. Da fliegt der Archie rum. Die sehen so komisch aus. Muss man sich erst dran gewöhnen, dass die so anders aussehen. Ja. Okidoki. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt euch hoch für den Endscreen auf die Mauer. Ja, ich danke euch allen für euren Support heute. War ja echt crazy. War ein cooler Stream, hat Spaß gemacht. Du musst auf die Mauer. Ja, bin ich doch. Warte. Hier, komm hier. Ich mach Platz. Guck. Zack. Die sind schon praktisch. Chef Koch auf uns angucken. Die sind schon mega gut. Du siehst hier gefährlich mit der Knarre aus, Conti. Ja, ne? Ich habe eine dicke Wumme. Das ist 2 Meter langes Teil. Das ist ein bisschen. Ein Knochenhelm auf dem Kopf. Ja, die Laufwege sind da noch ein Stückchen. Mhm. Feuerwerk! Endlich! Zur Feier des Tages. Okidoki. Dann machen wir hier Schluss. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich denke, der Stream kam ganz gut an und es ist auch eine echt coole Mod, hat echt Spaß gemacht. Ich denke mal, das nächste Mal drehen wir es ein bisschen hoch, dass es noch ein bisschen spannender wird. Und dann gucken wir mal, wie lange wir dann überleben. Aber wir sind jetzt schon so gut aufgebaut, also ich denke, wir können es auf jeden Fall ein bisschen hochstellen noch, ne? Ja. Schwierig, ja, da das Balancing zu finden. Na gut, wir haben ja auch schon mit einer Hütte angefangen, ne? Der verrückte Wissenschaftler hatte ja schon was vorbereitet hier. Immer wieder gerne. Gib ja einen Gehilfen, der gerade nicht anwesend ist. Wo ist mein Gehilfe? Gehilfe! Mach beim Spino, Meister. Ja, beim Spino. Okidoki. Dann würde ich sagen, gehen wir alle ins Bettchen, dass wir morgen fit sind. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Morgen kommen die ganzen TLC-Videos. Die muss ich noch fertig machen. Aber ich habe auf jeden Fall schon angefangen, sagen wir mal so. Ja, das war's für heute. Danke euch allen fürs Zuschauen. Danke euch fürs Mitmachen. Hat super Spaß gemacht. Und weiter geht's dann nächsten Samstag. Bis dann, macht's gut. Tschüss. 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 Ciao. Ciao, ciao. Hat ihn jetzt gepfiffen. Keine Ahnung, Mr. Lemmy hat hier. Mr. Lemmy.